brauchst die halt einzeln, ne? So in der Gruppe kriege ich die schlecht. Hier ist mein Kartoffelgemüseauflauf essen und dann ein wenig Phasmo. Iron ohne Phasmo, das gibt es gar nicht mehr. Aber lass dir auf jeden Fall seinen Auflauf schmecken. Uff, Lauf schmecken. Oh Gott, kannst du nicht mehr reden. Diesmal bin ich unschuldig. Ich wollte eigentlich zuborn, aber Kumpel bettelt. So kann man es auch sagen. Dennoch hast du Lust doch auf Phasmo. Sonst würdest du es nicht machen. Ich freue mich schon, wenn wir dann zusammen spielen. Sofern Kaya dann da ist. Jetzt soll er wieder. Oh. Das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Boah, zwei Knochen beste. Verarschen, oder? Jetzt bist du dran. Warum bin ich nochmal allein in dieses Gebiet gegangen? Kann der Troll ruhig kommen. Da habe ich jetzt auch nichts mehr gegen. Ja, wahrscheinlich, Aaron. Wahrscheinlich. Ich war etwas zu optimistisch. Naja.
Jetzt ist es sowieso zu spät. Mit diesem Gemüse auch noch fehlt was. Fleisch? Ich würde zumindest meinen. Also würde Fotos das wahrscheinlich sagen. Es ist selten, dass ich Fotos mal was auftischen kann, was ohne Fleisch ist. Genau. Dann mach dir doch noch Fleisch dazu. Wobei ich könnte auch ein Gemüse auflaufen, ohne was dazu essen. Ich war tatsächlich erst am überlegen, ob ich morgen eine Gemüsepanne mache. Aber nee. Nee, irgendwie doch nicht. Eisenhaut. Eisenfaust. Ja, wenn ich die mal einfach weglocken könnte. Das ist Boss. Boss nicht gut. Boss sehr, sehr böse. Starker Gegner, das hat gesagt, Boss ist es ja nicht. Mikrowellenfutter und Saatbeeren reicht's. Auch wieder wahr. Ich habe die Hoffnung, dass Futters mir morgen den einen Kartoffelauflauf abtritt. Ich habe nämlich auch noch fertig Aufläufe. Einfach so zum schnell wegschnabulieren. Insofern er mir den einen Kartoffelauflauf überlässt. Habe ich eventuell was für morgen Abend. Nur für Freitag. Nee, stimmt, Freitag bin ich bei meiner Oma. Morgen Abend. Oder für Samstag. Mal gucken. Oh, warum gibt es diese eine Gegnerart so selten? In den Troll reinlaufen. Dass ich mich mal ankündigen kann. Er ist von Trollen, das wäre sonst easy. Und ich kann gerade noch nicht mal was verkaufen. Das hier kann ich gerade mal benutzen. Noch ein Flüsterer. Da ist noch einer. Dann haben wir die zumindest fertig. Okay, Schlachtmeister haben wir dann auch schon mal einen. Wieder.
Scharmützler. Scharmützler. Okay. Und diese Trolle sind echt lästig. Oh, hier unten sind aber viele. Also was heißt viele? Opa. So, dass ich die... Aber wo sind die Menschenbezwinger? Nee, das hat doch gar nicht gesehen. Also gar nicht, gar nicht. Menschen mit Zwänger. Und Bata. Ach, war das der eine, der da oben stand? Dann war ich nämlich doof, dass ich weggerannt bin. Ich hoffe einfach mal, dass nur einer kommt. Gott sei Dank. Jetzt läuft es gerade gut. Okay, das ist hier nicht mehr. Warum der eine nicht gekommen ist, weiß er selber nicht, ne? Ah, jetzt. Beeilen nicht, dass er gleich gespawnt wird. Weil wenn nur der eine spawnt, wäre es egal. Ich
drei Stück noch. Ein Schlachtmeister und dann halt auch diese Kack-Menschenbezwinger. Wo sollen die denn sein? Also wir waren jetzt fast in dem gesamten Gebiet. Und ich habe noch keinen Menschenbezwinger gesehen. Die mobben mich. Danke, Hybrid. Das tat weh. Ganz gewaltig. Der ganze Mist kann hier mal weg. Ich habe jetzt leider gerade nichts zum Verkaufen. Ich bin wieder da. WB! Ich hoffe, dein Essen hat gemundet. Bin ich jetzt blöd? Haben wir da nicht noch irgendwas von da? Spiel lieber Gummibärenpanda. Gummibärenpanda ist auch schön. War gerade so ruhig. Toll. Vor allem mal wieder. Du schreist immer. Immer werde ich angeschrien. Und der letzte Troll. Den wir zumindest aktiv brauchen. Da ist so ein Schlachtenmeister. Ob ich mal warte, bis der wiederkommt? Der eine Boss müsste da oben sein. Geht jetzt mal da hinten lang. Da kommt er.
Ah, okay, da oben sollen die Menschen Bezwinger sein. Ach du Scheiße. Na dann. Auf in die Höhle des Löwen. Wenn ich aus diesem Gebiet rauskomme. Natürlich, jetzt kommt der wieder an. Faust. Grad. Nee, Schumbata. Schumbata ist. Hauptleute. Ach, da hinten ist er. Habe ich heute schon erwähnt, dass ich gar keine Lust auf Arbeit heute habe, die ich hier durchrennen will. Oh, verständlich. Verständlich. Ich kann mir gut vorstellen, weshalb ich das schreibe, wieder Jumpscare. Ja, irgendwie schon, ne? Hybrid doch. Einfach ja. Okay. Das ist ein. Seht eine Elite. Ja, klar, als wenn ich den angreife. Ich habe da aber immer noch keine Menschen Zwinger gesehen. Meine Chance gerade. Meine Chance, ihn gerade mal wegzulocken. Ach, okay, eben Tings. Das erste Mal, dass es gehakt hat. Da ist was mächtig falsch gelaufen. Da sind sie. Ach du Scheiße.
sich zumindest, wofür man die Gruppen braucht. Warum heilen die sich auch noch selbst? Okay, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht ohne Gruppe. Das ist ja doch kein Schaden mehr, ne? Die kamen halt einfach. Da konnte nichts für, die kamen auf einmal. Er kam dazugerannt. Eigentlich sollten nur die beiden kommen. Das ist der Nachteil an Lotho manchmal. Manchmal greifst du einen an und es kommt 30. Weg. Jedes Mal, wenn er mit seiner Keule auf den Boden schlägt, klingt das, als wenn irgendwie Brutus aus dem Bett fällt. Oder der Hund. Was für ein Akt, ey. Kannst mir nicht erzählen, dass das nicht in Sichtweite ist. Leck mich. Ich krieg die Krise. Hobbitas, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen tollen Abend. Oh, kommst du gerade da, wo ich hier am Verzweifeln bin? Ja. Ich krieg die Krise. Warte, wir kriegen. Wir schleichen uns hier ran. Nein! Oh Gott. Alles lassen, ich hoffe, bei euch auch alles ist gut. Ja, klar. Etwas müde. Etwas müde. War eine lange Nacht. Meine Tiere haben mich etwas wach gehalten. Aber so ist alles gut. Und heute eine kleine Lotho-Night. Dachte. Das wäre mal ganz nett. Und Propan, dann auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr mir alle beim Sterben zusehen wollt. Ich verzweifle hier gerade. Fragt einfach nicht, warum ich in einem Gebiet bin, wo mich jeder umbringen will. Eine hübsche Nahaufnahme von dem Viech. Oh Gott. Und ich soll 12. Ich wiederhole, 12 von den Viechern töten. Es gibt hier nicht gerade große Auswahl, würde ich sagen. Da ist nur einer. Oh. Eieiei. So ist der hässlich. Ja, aber wirklich, ne? Warte mal. Hallo. Der gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, würde ich sagen. So, kurz durchatmen. Hey, aber dafür sind wir gleich Level 36. Das will ja auch schon mal was heißen, ne? Eigentlich sind die Gegner auch gar nicht so schlimm, wenn sie nicht alle auf einmal kommen würden. Wer ist denn, da pulst du ein und es kommen mehrere.
Wie gesagt, die Dinger da hinten gehen auf die Trolle. Sind gar nicht so schwer. Aber wenn sie dann plötzlich alle auf einmal kommen, ist das doch scheiße. Nein! Jetzt. Aber bald bist du ein Gegner mehr, ne? In dem Punkt bin ich echt froh, dass ich gerade im Gegner starte. Ausnahmsweise. Jetzt bin ich gerade so aufgeregt mit den ganzen Gegnern. Ich weiß nicht, wenn ich in solchen Gebieten bin, neige ich dazu, dass ich plötzlich aufgeregt bin. Frag mich nicht warum. Es ist irgendwie so. Jedes Mal kriege ich schwitzige Hände und bin aufgeregt, als wenn ich Moreischenbuch hätte oder sowas. Vorstellungsgespräch. Oh Gott. Müssen diese scheiß Trolle eigentlich bei sein? Habt ihr keine Hobbys? Keine Familie, zu denen ihr gehen könnt? Keine Tanten, Onkel, Mutti, Fadi? Irgendwo? Nichts? Nein? Okay. So schwer sind die Trolle halt echt nicht, ne? Ja, klar. Wie war es auch anders gedacht? Hör auf damit. Aus. Sitz. Platz. Bei Fuß. Ich frage mich ja immer wieder, ob man in Lothro auch Gollum trifft, ne? Die Frage stelle ich mir jedes Mal. Weil wenn ja, ich wüsste gern, wie Gollum aussieht. Ich würde so gerne einmal Gollum sehen. Weil die sehen ja alle schon aus wie so ein halber Gollum. Nein, das war das Falsche. Ja, Eisenforce, können Sie bitte... Der sucht sich in irgendwelchen Minen nach dem Schatz. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Wahrscheinlich hechtet er gerade hinter Frodo her. Könnte tatsächlich sein, weil jetzt zu dem Zeit, wo wir in der Geschichte gerade sind, müssten sie in Bruchteil sitzen. Wenn ich das noch aus der letzten Story-Sequenz mitbekommen habe. Das heißt, wir müssten eigentlich sogar bald... Müsste eigentlich sogar bald Richtung Moria aufbrechen. Wie lange waren sie nochmal in Bruchtal? Ein Monat? Zwei? Ungefähr? Könnt ihr hinkommen, oder? Hast du auch ein Foto von mir gesehen, ne? Das ist ja wie gut aussieht. Oh, Mappa! Also wirklich! Also. Nein! Nein! Das ist ja wohl kein Vergleich. Also. Du willst nicht wissen, wie er aussieht. Hast du gerade gegoogelt oder? Will ich es einfach nicht wissen? Kann auch googeln, ne? Ja, habe ich. Oh Gott. Und nein. Komm schon. Warum denn nicht? Sieht bestimmt schick aus. So richtig Schnieke. Schnieke und rauspoliert. Trägt Anzug und Krawatte. Und singt dann die ganze Zeit auf den Tisch. Guck mal, den Tisch. Sag ich süß. Und ja, es war nur ein Bier bisher. Für die Fragen. Wisst ihr eigentlich, wie oft ich mich mit dieser Klasse heute aus der Scheiße gerettet habe? Und vor allem, ich habe immer noch Magiepunkte, ne? Ich habe hier immer noch meine... Ich meine, es wird nur langsam weniger, aber es läuft. Es
Es lübt. So, Herr Eisenfaust. Ja, war klar, dass die nächste spawnen, deswegen kommt ihr mir jetzt mal her. Da habe ich meine Ruhe. Aber bisher? Super. Frag mich nur nicht, wie ich da wieder rauskommen will. Der Weg nach draußen wird schwierig. Je nachdem, wie oft ich von irgendeiner Klippe falle. Ja, klar. Kommt her. Also manchmal wünsche ich mir echt, ich hätte hier so ein Tank mit dabei, ne? Aber nur manchmal. Nein, das war das Falsche. Klasse. Ich möchte nie wieder was anderes spielen. Ich wollte gerade sagen, der Abwasser war noch nicht. Mit ein bisschen Glück sind wir vielleicht sogar Level 37 heute. Wir machen ja bis Open End heute. Bis ich müde werde oder verzweifelt bin und in der Ecke sitze und heule. Verwandte der Martum-Gesellschaft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach so, scheiße. Meine Rüstung sollte repariert werden. So. Mach ich das einmal so. Wozu habe ich die Münzen? Ist vielleicht gerade ein durchaus schlechter Zeitpunkt. Aber. So. Max Level seit heute ist 140, weil heute Gundabad rauskam, das neue Addon. Bis gestern war es 130. Jetzt haben sie es auf 140 angehoben. So. Angestiegen. So. Also ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Für alle. Oh, oh. Ein Retter. Ein Retter in der Not. Quasi. Oh Gott. Genau, halt mir mal ein bisschen Rücken vor. Wie passt das? Die Karte ist mittlerweile halt auch echt schon riesig, wo man überall hin kann. Hi. Ein kleines. Ich hasse es, wenn sie sich hochheilen. Ich hasse euch. Ihr miesen, kleinen, verräterischen Gnome. Das andere Wort darf ich nicht sagen. Die erste 29 Uhr. Stirb. Komm. Stirb. Stirb. Danke. Liebe Mods. Voll gleich. Ich würde nur das. Ich mache das eigentlich nur für den Ruf. Ein Fuß, mein Stütze. Mein Stütze ist schon wieder weg. Ah, hallo Eisenfaust! So hat er mich nicht gesehen. Oh Gott. Ja, aber wir sind kurzzeitig frei, Bann mit Marzipan. Kurzzeitig.
8 von 12. Die Kunst im Strahl. Kommt her. Bevor hier die Trolle wiederkommen. Wir nähren uns. Wir haben fast alles fertig, außer den Hauptmann. Aber der Hauptmann ist an einem anderen Ort. Da galoppiere ich dann gleich hin. Wenn wir das überleben sollten. Oh, und wir haben Lotro-Punkte. Neue. Zu spät. Naja, besser das Viech als die Trolle. Würde ich sagen. Ich habe mich auch immer noch nicht entschieden, was ich dann bei dem 17 oder 24, ich weiß es noch nicht, was ich mache. Bisher sieht es eher nach einem 17-Stunden-Stream aus. 14, 17. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich zocken werde. Oder wir zocken werden. Habe ich mir noch nicht ganz entschieden. Es könnte vielleicht sogar ein kompletter Lotro-Stream werden. Ich weiß es einfach noch nicht. Vielleicht so ein MMO-Stream. Ich bin noch sehr am Hadern mit mir, was wir da machen werden. Vor allem, ich musste mich ja bald mal entscheiden, weil nächste Woche ist das Stream ja. Nächste Woche von Sonntag auf Montag. Ich weiß nicht, ob ich nochmal 17 bis 24 Stunden lang nur F14 spielen werde. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will. Wenn, dann würde ich ja überlegen, halb-halb zu machen. So halb Lotro, halb F14. Weil dadurch, dass ich die Story ja so kenne, weiß ich nicht, ob ich das auch mal 24 Stunden oder 17 Stunden werde. Ich habe auch schon überlegt, dass wir dann halt die Projekte, die wir so am Laufen haben, einfach beenden. Aber am sinnvollsten wäre es, glaube ich, erst einmal die MMOs zu machen, um da voranzukommen. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Bei nächstes Jahr würde ich das zum Beispiel wieder einmal so machen, dass wir einmal wieder mit einem neuen Spiel anfangen. Also, wie gesagt, würde ich jetzt im nächsten Jahr. Dass wir dann halt ein Spiel komplett die ganze Zeit spielen werden. Stream ist nächste Woche Sonntag. Von Sonntag auf Montag. Weil ich das leider nicht anders einrichten kann. Also, ja, wie Mappa schon sagt, 21.11. Hatte ich allerdings auch in den Mod-Channel geschrieben. Meine ich. Ich hoffe, dass ich es getan habe. Nee, diese Woche geht nicht. Diese Woche geht leider nicht. Weil wir vormittags unterwegs sind. Und ja.
Ich will, wenn dann halt morgens schon anfangen und nicht am Abend, weil sonst weiß ich, dass ich nicht durchhalte. Das habe ich einmal gemacht und das war schrecklich. Ich habe es nicht durchgehalten, richtig. Ich war am Ende also so fertig. Also noch schlimmer, als wenn ich dann wirklich von morgens mache. Weil wenn würde ich es machen, wenn ich aufstehe und nicht, wenn ich schon 10, 12 Stunden wach gewesen bin. Ja, dann bringt mir das irgendwie nichts. Ich muss ja auch ein bisschen an meine Gesundheit denken dann. Aber ich meine, ich hätte das Datum reingeschrieben. Jetzt bin ich nämlich verunsichert. Oh Gott, doch. Doch, da, Datum hatte ich reingeschrieben im Mod-Channel. Puh.